Oh. Fastor, was machst du denn hier, Junge? Was machst du denn hier, Junge? Jetzt wird, warum wird er jetzt auf einmal wieder synchronisiert? Nur weil Fastor auch synchronisiert wurde? Wirklich? Mein treuer Gefährte Fastor, es tut mir leid, aber es scheint, als wäre meine Zeit als Inquisitor vorüber. Eine große Aufgabe war mir zugefallen. Doch jetzt bin ich nicht in der Lage, sie zu vollenden. Meine Schande. Ach, wie erbärmlich. Der einst große Inquisitor Flamberg richtet Worte der Reue an seinen treuen Hund. Sofern ihr mir die Frage gestattet, was war diese große Aufgabe, von der ihr spracht? Das ist einfach. Die Wahrheit zu finden. Die Wahrheit? Wahrheit gibt's nicht. Also ehrlich gesagt, man findet eine Lösung, aber dann muss doch nicht die Wahrheit sein. Pah, was weiß der schon. Bis ich den werten Herren Blaurock und Schwarzhut begegnete, habe ich mir diese Frage nie gestellt. Ist Sophie de Narrateur wahrlich die große Hexe Arcana? Wieso würde der Schöpfer eine Geschichte ersinnen, in der seine eigene Tochter in die Flammen geworfen wird? Ich, Aloysius Flamberg, Verteidiger dieser Stadt, muss die Wahrheit erfahren. Ich kann euch eins sagen, Inquisitor Flamberg. Ich kann euch sagen, wieso ihr nicht in der Lage wart, die Wahrheit zu finden. Und was meint ihr, warum? Es gibt eine Gabe, die ihr trotz eurer enormen Fähigkeiten nicht besitzt. Eine Gabe? Was euch fehlt, ist Entschlossenheit. Determination. Ha. Und damit wären wir wieder bei Undertale. Wovon sprecht ihr? Um die Wahrheit zu erfahren, habt ihr große Mühen auf euch genommen, indem ihr mir in den Wald gefolgt seid. Aha, also doch. Moment. Ach nee, gefolgt ist er ja. Aber, ja, außerhalb der Stadtmauern, also in den Wald, also war sie doch diejenige. Das werfe ich euch nicht vor. Ihr fühltet euch als Ritter dazu verpflichtet. Obwohl, war kein Geständnis, glaube ich nicht. Aber hier liegt auch das Problem, Inquisitor. Wieso konntet ihr nicht solche Mühen auf euch nehmen, als es an der Zeit war, den Schöpfer selbst zu hinterfragen? Das ist verrückt. Es ist nicht rechtens für einen Ritter, seinen Herrn und Gebieter anzuzweifeln. So habt ihr versagt. Euer ritterlicher Stolz war euer größter Fehler. Hä? Größter Fehler? Der Turm, in dem der Schöpfer lebt. Möglicherweise liegt die Wahrheit, die ihr sucht, in dem kleinen Raum an der Spitze dieses Turms verborgen. Was? Was wollt ihr sagen? Doch wie man es auch betrachtet, jetzt ist es zu spät, etwas zu tun. Ich schlage vor, ihr übertragt eure unvollendete Aufgabe eurem treuen Hund. Ah. Nun gut, Aloysius Flamberg, Zeit zu gehen. Von nun an werdet ihr eure Zeit in einer feuchten, dunklen Zelle tief unter der Erde verbringen. Eine gute Gelegenheit, euer hitzköpfiges Gemüt zu kühlen. Boah, ist das draußen laut, hört man das? Was? Ja. Oh, verdammt. Ja, jetzt kann ich das Fenster gerade nicht zumachen. Ich will mein 3DS nicht aus der Hand legen. Außerdem muss das ja langsam mal vorbei sein. Egal. So, komm schon. Fortsetzung folgt und dann speichern. Wir hatten gerade schon Fortsetzung folgt. Ich glaube, das geht bis zum nächsten Prozess nicht weiter. Oh Gott. Das schaffen wir. Puh, wir haben es endlich geschafft. Wir sind draußen. Ja, endlich. Für einen Moment habe ich bezweifelt, dass wir sicher aus dem Turm herauskommen. Es bleibt wahrscheinlich wenig Zeit, bis Sophies Prozess beginnt. Ich schlage vor, wir suchen nach Hinweisen, um wenigstens einige Anhaltspunkte zu finden. In der Tat, wir sollten nach Hinweisen suchen. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich die Nachforschungen gern Ihnen überlassen. Natürlich, kein Problem, aber was machen Sie, was haben Sie vor, Herr Layton? Es gibt eine Stelle im Besonderen, die ich gern näher untersuchen würde. Finger weg! Eine Stelle, die Sie untersuchen wollen?
Wo könnte das sein, Professor? Nicht schon wieder mein Fuß. Ja, der ist schon ganz schön geschwollen. Ah, was vor? Boah, wo kommt der denn her? Nehmt ihn weg, nehmt ihn weg! Phosphor sieht ganz aufgeregt aus. Stimmt denn etwas mit ihm nicht, Luke? Ich weiß es nicht. Ich werde mit ihm sprechen, um es herauszufinden. Das wäre fabelhaft. Hä? Nein, das kann nicht sein! Nein! Das kann nicht sein! Das gibt's doch nicht! Komm schon! Komm schon! Das wäre jetzt... Doch, da ist es. Was ist denn, Luke? Du siehst... Mann! Du siehst aus, als wärst du einem Geist begegnet. Warte mal, jetzt ist es... Ah, wenn ich es jetzt hinlege, geht's. Yay! Ja, jetzt kann ich auch wieder Sounds spielen. Obwohl, ich lasse es lieber. Was hat der Kleine denn gesagt? Er hat gesagt, dass sein Herrchen, Inquisitor Flamberg, wurde seines Amtes enthoben. Ja. Du meinst, Inquisitor Flamberg ist nicht mehr Inquisitor Flamberg? Aber wieso? Anscheinend nennt man ihn einen Verräter, weil er den Schöpfer verraten hat. Inquisitor Flamberg, ein Verräter? Das ist mehr als nur ein wenig seltsam. Und für meinen Geschmack ist das zu plötzlich geschehen. Wenn das stimmt, wer nimmt dann seinen Platz als Inquisitor in dem Prozess heute Abend ein? Phosphor zufolge wird das Großinquisitorin Gloria selbst tun. Großinquisitorin Gloria? Ja. Großinquisitorin Gloria. Großinquisitorin Gloria. Oh Gott. Es hat den Anschein, als wäre dieser Vorfall ein ganzes Stück komplizierter geworden. Das heißt, wir müssen unsere Untersuchungen mit größter Eile vornehmen. Einen Moment, Professor. Es scheint, als hätte Phosphor noch mehr zu sagen. Ich würde gern hören, was du sonst noch zu sagen hast, Phosphor. Ich denke, er will uns den Weg zeigen. Den Weg zeigen? Wohin genau? Er will uns den Weg zum Turm des Schöpfers zeigen. Der Turm des Schöpfers? Was ist dort? Phosphor zufolge sollte dort eine wichtige Hinweismünze sein. Eine wichtige Hinweismünze? Eine große Hinweismünze? Mehr wert als alle anderen Hinweismünzen? Ja, sie schaltet sofort alle Tipps frei. Hoho, das trifft sich gut. Hä? Professor? Als ich erwähnt habe, dass ich einen bestimmten Ort untersuchen möchte, habe ich von diesem Turm gesprochen. Sag da jetzt! Der Turm? Wirklich? Im Moment sind alle Augen auf den Stadtplatz gerichtet. Es sollte also möglich sein, den Turm zu betreten, jetzt wo er nicht so streng bewacht ist. Zumindest nehme ich an, dass dies der Fall ist. Ihr habt vielleicht die Schwachstelle in ihrer Verteidigung gefunden, Herr Layton. Ist das nicht der Turm, in dem Sophie gelebt hat vor langer Zeit? Ich frag mich, was für Hinweise dort zu finden sein könnten. Oder Hinweismünzen. Vielleicht sind die Hinweise in Sophies Vergangenheit zu finden. Was? Was? Au, au! Oh, sie spielen die Berliner Hymne. Was versagt, ihr kennt eine Abkürzung, die uns direkt zum Turm des Schöpfers bringt. Jetzt kann ich auch mal das Fenster zumachen. Für den Fall, dass das jetzt noch eine halbe Stunde so weitergeht. So. Schon besser. Juhu! Ja! Endlich keine Geräusche mehr im Hintergrund.
Außer wenn ich mal versehentlich einen Sound abspiele. Sagt er. Herr Wright, teilen wir uns in zwei Gruppen auf. Alles klar, Herr Layton. Geben Sie auf uns Acht, auf sich Acht. Und viel Glück. Die teilen sich in zwei Gruppen auf, wie im dritten Teil. Und am Ende ist es Don Paolo. Keine Sorge, ich gebe Ihnen mein Wort, dass wir mit neuen Beweisen bewaffnet zurückkehren. Und mit... Ein Schreibfehler. Mit neuen Waffen bewiesen. Wir bauen darauf. In der Zwischenzeit werden wir sicherstellen, dass wir für den Prozess bereit sind. Herr Wright, in der letzten Geschichte steht geschrieben, die Stadt wird befreit von den Fesseln der Geschichte und frei von Hexerei im Licht des neuen Tages erstrahlen. Die Stadt selbst wird leuchten, frei ihrer Vergangenheit und umhüllt mit Hoffnungen für die Zukunft. Wenn diese Geschichte ihr versprochenes Ende findet, wird auch Sophie im Licht des neuen Tages erstrahlen. Ich stimme Ihnen zu, Herr Layton. Arbeiten wir zusammen, um das geschehen zu lassen. Bis zum nächsten Mal. Komm, Luke. Sie haben recht, Professor. Komm, Farnsworth, zeig uns den Weg. Na, jetzt aber los hier. Das kann doch nicht wahr sein, dass das jetzt so ewig geht. So viel Text aneinander. Na dann, untersuchen wir zuerst den Tatort. Wir haben nur ein paar Stunden, bis der Prozess beginnt. Das lässt uns nicht viel Zeit. Gehen wir, Maya. Ja! Ich bin sicher, der Professor findet etwas, womit wir arbeiten können. Zum Beispiel Schaufeln oder Äxte. Stellen wir sicher, dass wir unsere Seite der Abmachung einhalten können. Verstanden, Nick! Was ist denn, Maya? Ach, Sophies Augen waren so seltsam wie letztes Mal. Wie letztes Mal? Ja, so wie damals in London. So wie Emmy damals. Ich meine, sie war das letzte Mal auch ganz in ihrer eigenen Welt. Oh. Jetzt wo du es sagst, es war fast, als werde sie durch Magie oder irgendeine Droge kontrolliert. Übrigens, ich muss mal ganz schnell was vergleichen. Und zwar, ich habe letztens ein Bild zugeschickt bekommen, und zwar von einem Staatsbesuch von, ich versuche das mal kleiner zu machen, von Arnold Schwarzenegger in Frankreich. Mhm. Und bei diesem hatte er einen wunderschönen Anzug an. Ich zeig das mal ins Bild. So. Und weißt du, was dann ein paar findige Leute damit gemacht haben? Nee, aber ich sehe auch den Anzug schon gar nicht. Ach so, du siehst ihn nicht. Ah, weil das Fenster übertragen wird. Ups. Na okay, dann zeige ich es jetzt nur für die Zuschauer. Und zwar, ihr habt den Anzug ja gerade gesehen. Moment, ich kann das jetzt mal... Hier, einmal nochmal der Originalanzug. Und jetzt... Wupp. Schade, dass du es nicht sehen kannst. Also, er hatte einen blauen Anzug mit einer roten Krawatte an. Ich habe so eine Ahnung, was gemacht wurde. Ja, er hat eine neue Frisur spendiert bekommen. Also die Besetzung für einen neuen Ace Attorney Realfilm wäre damit schon gefunden. Sehr gut. Arnold Schwarzenegger als Phoenix Wright, das wäre was. Wir müssen mal einen Let's Watch von dem Film machen. Ich bin ja nicht so begeistert davon, Filme anzugucken und zu kommentieren. Bei Spielen geht das vielleicht noch, weil man sich die Geschwindigkeit selber aussuchen kann und man niemandem reinredet. Apropos Geschwindigkeit. Ja, los, weiter. Droge. Nein, das geht gar nicht. Das ist einfach widerwärtig. Wir können sie damit nicht durchkommen lassen. Ja, wir sind auf einer Wellenlänge, Maya. Komm schon, legen wir los. Doch nicht hier von den Leuten. Ich meine das todernst, Nick. Ja, neuer Platz auf der Karte. Glockenturmort. Oi. Und jetzt was? Was passiert jetzt? Ah, okay.
Puh. Gut. Das wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, um weiterzumachen, weil es so spannend ist. Nein. Ich muss schon seit 25 Minuten los. Ach so, ich dachte aufs Klo. Nee. Ja, auch jetzt mittlerweile, aber... So, alter Raum, Kapitel. Welches war nochmal das, wo wir als letztes gespeichert haben? Eins. Dann mache ich eins weiter. Also speichere ich auf eins weiter. So. Flutidamm. Flut den Damm. Ja, um das große Feuer zu löschen. Genau. So, okay, dann hätten wir jetzt gespeichert, haben ordentlich was in der Story hinbekommen, weil wir es durchskippen mussten, um endlich mal fertig zu werden und speichern zu können. Ja, nice. Und wenn jetzt keine technischen Probleme mit einem Satz abgebrochen, dann sollte doch eigentlich alles gut. Genau. Okay, dann bis zur nächsten Aufnahme, hoffentlich. Tschüss.